Hallo und recht herzlich willkommen. Mein Name ist Jannicke. Schön, dass ihr mit dabei seid bei einer weiteren Runde The Legend of Zelda A Link to the Past. So, in der letzten Folge haben wir Zelda aus dem Kerker gerettet und müssen jetzt zum Dorfältesten. Und ja, wir kriegen jetzt Besuch. Uiuiui, was war denn das? Eine Bombe drin? Krasse Nummer. Ja, wenn wir jetzt erstmal ein bisschen Rasen mähen. Alter, du bist ja ein alter Heckenschütze. Wap. Alter Mensch, ist Kinders. So. Gucken wir mal auf die Karte, ne? Okay, nach links müssen wir ins Dorf. Da werden wir nun hingehen. Hallöchen, Popöchen. So, was haben wir denn hier? Ups. Dorf Kakariko. Genau, ja, Kakariko hieß das. Ich glaube, wir können aber im Vorfeld noch mal kurz was machen, wenn das schon funktioniert. Ich weiß es nicht direkt. Alter, gib mir nicht auf. So, bitte da. Genau, die Holzfäller. Moin. Ritsch, ratsch, merkwürdig, wie sich der Baum beim Sägen anfühlt. Vorsicht, Zanny. Der seltsame Nebel über dem Wald ist wirklich unheimlich. Ja, das glaube ich. So, mal ganz kurz gucken. Dün, 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 dün. Da war das Herzteil. Ah. Okay. Irgendwo hier war das Herzteil. Nee, hier sollte man noch nicht sein. Nee, da kommen wir noch früh genug hin. Na komm, wir gehen erstmal nach Kakariko. Und sprechen mit Sachaschralla, dem Dorfältesten. Moin. Ah, die Hexe. Ist das die Hexe? Was ich. Ne, die Wahrsagerin, ne? Schau doch mal. Ich sehe, du hast bestimmt ein interessantes Schicksal. Lass mich in die Zukunft sehen. Das wird auch nicht teuer, na gut, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich sehe, du wirst bestimmt Sachaschralla, den Dorfältesten, finden. Das kostet 15 Rubine. Boah, alter Schwede. Du nimmst auch von den Armen, wa? So. Dann ab ins Dorf. Oh, die Musik ist so toll. Voll toll. Ach, sieh da, Zanny. Was willst du denn von einer alten Frau wie mir? Wie? Der Dorfälteste? Oh, es ist so traurig. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Zauberer begann, nach Opfern zu suchen. Was? Das Masterschwert? An die Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern, aber vor langer, langer Zeit soll das Volk von Hylia in diesem Land gewohnt haben. Die Legende erzählt, die Hylianer versteckten damals hier erstaunliche Schätze. Einer davon soll das Masterschwert sein. Es wurde speziell gefertigt, um gegen böse magische Wesen anzukämpfen. Soweit ich mich erinnern kann, soll es noch heute im tiefsten Inneren des Waldes ruhen. Mehr weiß ich nicht. Verstehst du die Legende? Ja. Suche den Dorfältesten. Irgendjemand im Dorf muss doch wissen, wo er ist. Okay. Kann ich mal kurz in deine... Danke.
Irgendwas war hier doch, ne? So. Oha, Serni, dieses Haus war früher das Versteck einer Diebesbande. Der Name des Anführers? Ach ja, Blind hieß er und hasste grelles Licht über alles. Können wir mal runtergucken, wa? Ah, oh Gott, wie war das denn nochmal? Wie war das denn nochmal? Nee, das war falsch, warte mal. Warte. Kriegen wir schon hin. Danke. Danke. Schade. Gut, die beiden haben wir. Es gibt mit Sicherheit auch eine Lösung dafür, wie man die beim ersten Mal wahrscheinlich schon alle vier bekommt, aber das weiß ich nicht mehr. So, lass uns mal gucken. Wie war denn das nochmal? Genau. So. So. Sehr schön. Haben wir ein paar schöne Rubine gefunden. Hier müssen wir nachher nochmal rein. Hier ist noch so ein Ritz in der Wand. So ein Riss. Und da können wir dann mit der Bombe gegenwerfen, um dann letztendlich einen kleinen Geheimgang zu öffnen. Machen wir aber später, wenn wir Bomben haben, Leute. Ich glaube, hier können wir ein Glas kaufen, ne? Flaschen, schöne Flaschen. Haben der Herr schon eine meiner Flaschen? Nein? So treten Sie näher. Mein Angebot wird Ihnen sicher gefallen. Hier hätte ich ein ganz besonderes Exemplar. Nur 100 Rubine. Ja, okay. Nehmen wir. So. Ist perfekt. Eine magische Flasche. Darin kannst du Verschiedenes aufbewahren für später. Werden wir noch brauchen. Oh. Alarm! Wache! Hier ist der gesuchte Serni. Wache, komm schnell! Naja, komm. Das war's schon. Wollen wir mal Hallo sagen? Ach, können wir gar nicht. Schade. Dun, dun. Serni, ich habe gehört, du sollst die Prinzessin entführt haben. Aber ich kann es einfach nicht glauben. Ich hab ich auch nicht. Ich hab ihr geholfen und ne, was? Quack, quack, quack. So, pass auf. Ups. Da rechts müssen wir noch mit der Bombe ran. Aber du weißt auch, wo wir hin müssen, Digga. Hallihallo, Serni, der Dorfälteste. Ich darf es zwar niemandem verraten, sag es keinem Bösen weiter, aber er versteckt sich im Palais, nahe des Ostpalastes. Ich zeichne es dir auf deiner Karte ein, also hier bist du jetzt. Schauen wir mal. Ach da. Okay. Ja. 150. Was? 10 Bomben, 50? Boah, können wir gar nicht leisten, was denn hier? So ein bisschen sparen. Vielleicht finden wir ja hier ein bisschen was. Wusstet ihr eigentlich, dass wenn man Hühner zu lange mit dem Schwert schlägt, dass dann hier voll die Flugarmada kommt? Kleines Gadget, voll lustig.
Gan, mein Sohn hat sehr gerne Flöte gespielt, doch das ist lange her. Er zog aus, die goldene Macht zu suchen und kam nie mehr zurück. Wer weiß schon, wo er jetzt ist und was er macht. Moin. Hick, der Hübsche. Hick, ja, habe ich gesehen. Hick, sehr hübsch. Hick, ist hübsch, die Frau wohnt am Wasserfall der Wünsche da bei den Hügeln. Hick, und der Flussquelle. Hick, die musst du dir, Hick, angucken. Hick, die wirst du mögen. Ja, bin mal gespannt. So. Ich muss da mal von der anderen Seite rein. Gibt's, glaube ich, noch ein Glas. So, jetzt geht er mal weg da. Juhu! Danke, eine magische Flasche. So, was ist da drin? Oh, jetzt kriegen wir das Schmetterlingsnetz. Der kleine kranke Junge. Keuch, Hust, oh, tut mir leid, aber ich kann nicht aus dem Haus, weil ich krank bin. Von der Kälte des Bösen, die aus den Bergen kommt, bin ich wohl krank geworden. Hier, mein Schmetterlingsnetz. Ich kann es im Moment sowieso nicht gebrauchen. Sehr geil. Das Schmetterlingsnetz hast du dir geliehen. Damit lässt sich so manches einfangen. Cool. Hör mal, ich wechsle mal auf Bumerang. So, zwei Gläser haben wir. Sehr schön. So, Rubine können wir nie genug haben. So, gucken, was hier drin ist. Oh, hallo. Grüß dich, Serny. Ist nicht leicht, hier reinzukommen. So sei willkommen. Endlich habe ich jemanden, mit dem mir zuhört. Ich kenne eine interessante Geschichte. Bei der Flussquelle gibt es einen See, in dem jede Menge Zoras leben. Schwer zu finden. Aber der Schatz der Zoras soll wirklich, das müsste man sich wirklich mal ansehen, nicht? Ja. Das machen wir. Besuch den Führer von Zelda. Schlagen Sie Alarm. Was gemacht? Nee, dich will ich nicht. War man hier drinne? Das ist nur so ein... Na. Jeder Krug macht klug. Ah, das ist ja geil. Guck mal hier. Sieht das Bild? Das ist Mario, ne? Das finde ich ja gut. So. So, lass mal gucken. Ja, alles klar. Also, gehen wir einfach mal nach oben. Halt sehr praktisch. Dass wir dann für eine Zeit gelähmt sind. Und wir kriegen, glaube ich, immer ein Goldstück. So, aber wir müssen jetzt erstmal zu Sachaschralla. So, vielen Dank. Moin. Oh, schon eine Bombe gar nicht gesehen. Haben wir dich. Uah. Alter, sag mal. Gehst du mir auf den Plunder? Uah, nee, nicht die. Thank you.
Ich glaube, so müsste es funktionieren. Jo. Sehr schön, Pfeile haben wir auch schon mal. Brauche nicht die. So. Da, das pfeifen wir gleich auf. Hoffe ich. Ich glaube, hier müssen wir rein. Das war knapp. Dankeschön. Und da müsste er sein. Na komm, geh rein. So. Hallo, warte mal, ich muss mal ganz kurz, mir geht das Piepen selbst auf den Keks. Hallo, Dorfältester. Richtig, ich bin Sahasrala, der Dorfälteste und ein Nachkomme der sieben Weisen. Ist das wirklich wahr? So, ich bin überrascht, dass ein junger Mann wie du nach dem Bandschwert des Bösen sucht. Nicht jeder kann diese Waffe benutzen. Die Legende berichtet, dass nur jener Held das Schwert führen kann, der drei mächtige Dämonen besiegt und die drei Amulette erringt. Ist dir bewusst, was es für dich bedeutet? Bist du bereit dazu? Ja. Gut, dann versuche das Amulett des Mutes aus diesem Palast zu holen. Wenn du es mir bringen kannst, werde ich dir mehr von deinen Legenden erzählen und dich eine magische Kunst lehren. Geh jetzt zum Palast. Mach ich. Hey ho, let's go. So. Wo war das denn gleich nochmal? Also ich glaube, wir müssen hier weiter. Genau, und dann da runter. Zack. Und da wieder hoch. Wir müssen eigentlich nach rechts, ja. Moin. Schönes Ding. Hallo, mein Freund. Hallo? So, meine Freunde. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sahasrala haben wir gefunden. In der nächsten Folge gehen wir in den Palast und holen das erste Amulett. Ich freue mich. Bis dann. Ciao, ciao.